Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu diesem neuen Video. Ich stehe hier auf der Aeromesse in Friedrichshafen am Stand von Aerospol. Und mit dem Video möchte ich euch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben in die Firma Aerospol. Dazu steht neben mir der Josef Schnierz, der technische Leiter von Aerospol. Und er wird heute das neueste Flugzeug von Aerospol euch ein bisschen vorstellen, nämlich die WT915 Dynamic GTI. Josef! Hallo. Herzlich willkommen. Danke. Ja, das ist jetzt unsere 7. Generation Dynamic. Ja. Am ersten Blick, das Flugzeug sieht fast gleich, aber in Jahren, fast 20 Jahren Produktion, war viel geändert. Dieser ist ganz neu konstruiert, ist aus Kohlefaser komplett, weil die Geschwindigkeiten bei Rotax 915 sind ein bisschen höher. Die Maximumgeschwindigkeit ist 336 km. Das ist Wahnsinn, ja. Die Festigkeit muss wirklich wesentlich höher sein als bei den bisherigen Maschinen. Ja. Und bei Aerospol, wir lieben Schleppflugzeuge. Ja? Ja, weil wir sind alle Segelflieger. Sehr gut, ja. Ich auch. Dann das ist Geschenk für Segelflieger, muss ich sagen. Ja? Das ist eine ideale Maschine für Vereine, weil der starke Motor 915 mit 141 PS, dazu eine KW30 hydraulisch Constant Speed Propeller, ist wirklich eine gute Wahl. Ja. Und ja, dieses Flugzeug hat auch Einzylinder. Ja. Ist 50 Meter Seil und kann wirklich problemlos landen, auch an kurze Flugplätze oder wenn es sind Bäume vor Flugplatz oder so, dann das ist wirklich eine ideale Flugzeug dafür. Die Leistung ist fantastisch. Ja. In 600 Kilo, maximale Abflugmasse, die Flugzeuge steigen über 10 Meter pro Sekunde. 10 Meter pro Sekunde, Wahnsinn. Ja. Und ich schleppe vorher viel, aber letzten 3-4 Jahren nicht so viel im Club, aber jetzt ist das wieder ein Hobby. Ja. Ja, weil ist egal, welches Flugzeug ich da hinten an der anderen Seite sei. Ja. Das ist super und wir können schleppen damit auch 850 Kilo Flugzeuge. Mhm. Ja. 850 Kilo, ist ja, da könnt ihr wirklich fast alles damit schleppen. Auch ETA haben wir geschleppt. Oder EB28 ist, oder kleine Ventus mit 15 Meter, das steigen 6 Meter, fast 6 Meter. Ja, ja. Super. Duo Discus ist 3,8, 4 Meter. Ja, ja. Das ist wirklich schön. Ja. Das Flugzeug hat ein bisschen die Unterschiede zwischen Konstruktion vorherige. Ja. Die Flugzeug ist 10 cm lange vorne, die Cowling ist 10 cm lange. Da wichtig für Schleppen ist die gute Kühlung, und da ist Klappe, welche steuern die Kühlung von Wasser. Ja. Das funktioniert manual mit Servo oder automatisch. Mhm. Ja, automatische Regelung. Ja. Kann wirklich mit Flugzeug schleppen auch bei über 30 Grad Temperatur. Wirklich? Und macht das jetzt einen Unterschied, wenn ihr jetzt viele Schlepps hintereinander zum Beispiel habt? Weil der Rotax-Motor ist natürlich sehr stark und kann dadurch natürlich auch, tut das dem Motor nicht weh, wenn er ständig Volllast läuft nach oben und nach unten? Die Klappe machen zu komplett und praktisch die keine Luft geht nach Wasser und dann auch die Ölklappe kann total zumachen. Okay. Dann du kannst regulieren die Temperatur ideal. Auch wenn du sinken, wenn du schnell absteigst, dann ist kein großes Problem. Ja. Also kein Problem mit Schockcooling oder sowas? Das schleppt mit dieses Flugzeug so schnell. Normale Segelflugzeug bis 600 Meter, das ist 2,2 Minuten 30. Okay. Ja. Auch Spritverbrauch ist dann nicht so groß. Ja. Zum Vergleich,
zur alten Dynamik, weil die alte Dynamik braucht ungefähr 6 Minuten, ja, vielleicht 5, 6 Minuten, und dann das lohnt sich auch. Okay. Ja. Ich habe ja letzten Herbst bei uns am Platz einen Probeschlepp gemacht mit einem Duo-Diskus. Die Zuschauer, die kennen vielleicht das Video, weil wir ja, wie wahrscheinlich der eine oder andere Flugplatz auch, so Probleme haben mit gewissen Hindernissen. Und also da war ich echt positiv überrascht mit einem Duo-Diskus mit Gabtriebwerk und 2 Piloten. Ja. Also habe ich dann wirklich ausgerechnet, so 3,5 bis 4 Meter steigen, also wirklich gemessen, also keinen Wert aus dem Katalog. Ja, ja. Ich denke, dieses Flugzeug ist losgut auch für Vereine, welche da haben die Flugplätze sehr hoch und sind kurze. Ja. Ja. Ich denke, das kann vergleichen nur zum Schmellack oder ja, andere Typ, ja, dieses, welche haben wirklich die starken Motoren. Ja. 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 Wir haben ja die Vorführmaschine heuer auf 2 Segelflugwettbewerben zu Gast. Wir sind schon recht gespannt. Ich glaube persönlich, mit dem Turbolader, der wird sich gut in den Alpen machen, weil natürlich da die Höhe der Faktor ist. Unsere, oder auch die Temperatur. Unsere Vorführmaschine ist für die ganze Saison schon bereit, die vorführen in verschiedene Aeroclub, weil die Leute muss das einfach sehen. Ja, 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 das stimmt, man muss es erfahren. Ja, ja, und also dann zaubert einem das ein Lächeln ins Gesicht, ja, genau. Ja. Ja. Josef, kannst du uns noch ein bisschen, ich habe in meinem letzten Video gezeigt, dass die Zelle eigentlich innen ganz anders ist, als wie die herkömmlichen, sage ich mal, Dynamics. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was über den Rumpfaufbau und auch die vergrößerten Steuerflächen noch sagen? Die größten Unterschiede sind die neue Winglet, ja. Dann die Cowling ist 10 cm lang, das habe ich schon gesagt. Ja. Und auch Hohenruder ist ein bisschen größer als die alte Dynamik. Und Seitenruder auch größer und bekommt eine Trimfläche. Ja. Mhm. Weil die Motorleistung durch Start ist groß und ist sehr bequem, wenn kannst du trimmen die Seitenruder und durch Schlepp musst du nicht die rechte immer drücken. Ja, ja. Ja. Und ja, ja, dann die ganze Steuerungssystem ist anders, ja, ja, weil muss dimensionieren für diese höhere Geschwindigkeiten auch. Und Zelle ist ganz neu dimensioniert nach LTFUL, ja, 600 Kilo. Ja, die alle Teste war in Aerospool gemacht oder in Universität in Brno. Okay, ja. Ja. Die Flugzeug ist vom letzten Jahr schon bei DULF zertifiziert. Wow. Ja, deutsche Muster zulassen. Ja. Ja. Im Rumpf gibt es da auch Glasfaser oder ist eigentlich alles nur mehr Kohlefaser? Ja, ist da auch Glasfaser, aber nur wenig Glasfaser, wo ist ideal diese Glasfaser. Aber ja, die primäre Konstruktion ist Kohlefaser. Ja. Kannst du ein bisschen etwas dazu sagen? Aerospool gibt es jetzt seit 32 Jahren. Ja. Es ist ja eigentlich, du bist einer der Eigentümer, also es ist Eigentümer geführt. Die Eigentümer sind nach wie vor in der Firma eigentlich. Kannst du da etwas sagen, so wie sich die Bauweise verändert hat? Also habt ihr wahrscheinlich früher mehr Glasfaser gebaut und jetzt mehr Kohlefaser, kann man das so sagen? Ja, wir haben 16 deutsche Zertifikate. Nur in Deutschland haben wir 16 Zertifikate. Ja. Ja. Dann, wir anbieten nicht nur diese letzte Generation Flugzeuge, aber in neuer Form bauen wir auch die mit Turbomotor, mit 912 IS und auch normalen Motoren. Ja, die Festfahrwerke, Einziehfahrwerk, verschiedene Versionen wirklich. Ja, ja. Das, und einige Flugzeuge sind aus Glasfaser komplett gebaut. Ja. Ja, einige aus Kohlefaser. Okay. Die Konstruktion ist verschieden. Ja, je nach Motorisierung auch, oder? Nach Motorisierung und auch das
Nach Lände. Leergewicht? Leergewicht. Ja, Leergewicht. Ja, Leergewicht ist wichtig. Genau, ich kann mich erinnern, früher hast du das als Option quasi das Flugzeug in Kohlefaser bauen lassen können. Dann war die Vorschrift nur 472,5. Ja. Ja, dann muss das wirklich ein Ultralight sein. Und zum Beispiel für England war maximales Gewicht 250 Kilo. 250? Ja. Das war Leergewicht 250 Kilo und da war es nicht einfach, das einfach bekommen in Produktion. Ja, es ist ja immer wir sind ja im UL-Bereich, dadurch hat jedes Land seine eigenen Vorschriften und macht es nicht immer leichter, wahrscheinlich. Aber es gibt mehr Flexibilität, so was ich weiß. Die Firma muss sehr flexibel sein, weil das nach 32 Jahren viel geändert, nicht auch in Firma, und wir sind jetzt eine moderne Firma, nutzen die 3D-Drucker und alle Technologie, welche war nicht vor 30 Jahren. Einfach, wir müssen immer nach vorne. Am Stand der Zeit eigentlich bleiben. Gell? Ja. Bezüglich Werk, ich kenne es und es wird auch da noch ein Video geben, da werden wir uns dann wieder sehen. Ja. Für heute sage ich einmal danke Josef und liebe Zuschauer, ich hoffe es hat euch gefallen. Und viel Spaß mit neuen Schleppflugzeugen. Ja, genau. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.